Geek on Air. Ja, Freunde, es ist wieder soweit. 1. März, 4 Wochen sind vergangen. Unglaublich, der ganze Februar liegt zwischen der letzten Sendung und heute Abend. Die von euch, die auf meinen Infokanälen schon informiert wurden, zum Beispiel bei Facebook, Instagram oder auf meinem Blog, die wissen, heute Abend ist Jens Hunstein hier zu Gast. Und da freue ich mich ganz besonders drüber, dass das funktioniert. Ihr wisst ja, meine aktuelle Serie in der Sendung Musiker bleiben in Corona-Zeiten. Was kann das bedeuten? Wie kann das funktionieren? Und ich bin mir sicher, da sind einige von euch heute Abend schon sehr gespannt, was mein Studiogast dazu erzählen kann und wird. Und damit ist der Abend eröffnet. Geek on Air. Der magische Monat März. Wisst ihr noch, wie es letztes Jahr war? Der Frühling stand vor der Tür und etwas ungläubig hat man in den Nachrichten von so einem Virus gehört und sich noch ein bisschen lustig gemacht darüber, dass in Asien Menschen mit Masken rumlaufen. Und was wussten wir alles damals nicht und was wir jetzt wissen? Die Frage ist, ob wir jetzt wirklich schlauer sind im Moment. Auf jeden Fall haben wir ein Jahr Erfahrung dazu gewonnen und das Interessante dabei ist, heute Abend auch mal zu überlegen, was haben wir eigentlich jetzt für Fortschritte vielleicht gemacht in diesem Jahr oder auch nicht. Musiker bleiben in Corona-Zeiten. Und das ist die Staffelübergabe zu meinem Studiogast heute Abend, Jens Hunstein. Toll, dass du da bist, Jens. Ja, schön. Hallo, guten Abend da draußen an den Radiogeräten und Radiogerätinnen. Ich habe zwar musikalisch momentan wenig Live-Auftritte, sprich null. Das heißt, die Abende sind frei, insofern passt es eigentlich ganz gut. Aber es ist nicht so, dass ich nichts zu tun hätte. Hm. Ja. Also du sagst schon Live-Auftritte, das heißt, wir haben hier einen Mensch, der ein Tausendsasser ist. Und für die, die dich nicht kennen, wäre es gut, wir drehen erstmal eine kleine Runde zurück und fragen dich erstmal ganz normal, was treibst du, wo kommst du her, wer bist du überhaupt, Jens? So, ich bin bipprischer Bub. Ich komme hier aus Wiesbaden und bin da groß geworden, habe meine ersten musikalischen Erfahrungen in der Grundschule mit Blockflöte gehabt. Dann ging es weiter im CVJM Posaunenchor. Yeah. Unvergesslich, dass man mit irgendwie 8 Jahren hieß es, kommt mal alle runter in den Keller. Und dann sind wir in alte Schränke gegangen und dann wurden die Schränke geöffnet. Und da waren ziemlich alte, verstaubte Instrumente und die wurden verteilt und wurden erstmal geputzt. Und das, was man gerade in der Hand hatte, das durfte man dann auch spielen. Das war die Trompete. Und ja, so magische ging das dann Momente. Weiter. Also ja. Wenn man sich das vorstellt, ja, wie sowas anfangen kann. Ja, ganz ehrbare Geschichte. Und es ist großartig, wenn man auch Trompete spielen kann. Mhm. Oder nach wie vor... ist dieser Posaunenchor seit 40, 50 Jahren, sind die an Weihnachten immer unterwegs und spielen Kurrendeblasen. Und das ist dieses Jahr das erste Mal ausgefallen. Ich war richtig traurig, weil so Weihnachten, da packe ich mein Trompetchen immer aus, einmal im Jahr und ziehe mit den Kollegen rum. Und ja, gut. Das war einer der Gigs, die dieses Jahr ausgefallen sind. Der biblische Bub, aber ich kann mir vorstellen, in dem Schrank hast du wahrscheinlich kein Saxophon gefunden, oder? Nein. Da waren jetzt eher Blechblasinstrumente drin. Da waren Blechblasinstrumente drin. Saxophon war da auch, glaube ich, gar nicht. Und wer hat dich dann verführt? Also du, schwer zu sagen. Also ich fand Saxophon schon immer prima. Ich hatte dann irgendwann mal Bass gespielt. Von meinem ersten selbstverdienten Geld mit 16 habe ich in der Gartenbauzentrale, die stand damals noch in der Mainzer Straße, habe ich den ganzen Sommer geschafft und habe mir von dem Geld ein gebrauchtes Dolné-Saxophon gekauft. Mhm. Und ja, damit fing es dann an. Waren wir im Kino, meinem Freund Robert Trostmann, wollten wir mal einen Film gucken, wussten gar nicht, was das ist. Da waren so zwei Typen mit Sonnenbrillen, die auf so einem Polizeiauto saßen und dachten mir, oh, das ist bestimmt irgendein guter Krimi. Und dann sind wir da reingegangen und ich war völlig geflasht, weil es war Blues Brothers. Ah, ja. Yeah. Und dieser Film, der verfolgt mich immer noch. Und das war auch mit so eine Initialzündung. Mhm. Und dann haben wir in der Schule, gab es schon eine ganz gute Bluesband bei uns am Moosbacher Merk. Und dann habe ich den Gitarristen mal gefragt, sag mal, da gibt es so eine tolle
tollen Film, tolle Musik. Ihr macht doch auch sowas, braucht ihr nicht noch ein Saxophon? Und so fing das an. Was für eine Frage, braucht ihr ein Saxophon? Ja? Kann man gar nicht ein Nein drauf antworten, oder? Es gibt ja auch Leute, die da Nein, also beim Posaunenchor. Gab es damals nicht viele Saxophonisten, oder? War das in den 80ern? Ja. Wir reden jetzt von den 70ern, 80ern. 80ern, ja. Reden wir ja, also da gab es jetzt noch nicht so die Saxophonschwämme, oder? Nicht wirklich. Ja, ja. Und gut, das war auch keine Schulband, also waren halt Leute von der Schule. Wir haben es da selbst organisiert. Und ja, und das wurde dann auch eine ganz prima Bluesband, die Muddy Bluesband. Da haben wir auch viele Jahre zusammen gespielt, waren auch dann auf Tour. Und kleiner Tipp für die Zuhörer, googelt mal Muddy Bluesband bei YouTube. Ich hab gestern nochmal geschaut, es gibt von euch ja Kultvideos da, das ist ja der Hammer. Der Hammer. Also Muddy Blues Band mit Jens Huhnstein und Olli Back. Also unglaubliche Videos. Ja, das atmet, unglaublich trifft. Das atmet noch 80er Jahre, aber das knallt auch echt gut. Also, macht richtig Spaß. Wir hatten viel Spaß. Ja, irgendwann meinte mal jemand, als wir unterwegs waren, ihr seid ja eine tolle Band, aber ihr seid immer schon betrunken, wenn wir auf der Bühne seid. Und dann haben wir gesagt, nein, wir sind so. Wir haben nichts getrunken, wir sind so. Ja, wir haben viel, viel Freude gehabt. Kein Rock'n'Roll, ne? Das ging auch ohne. Das war Blues. Nee, cool. Also du bist dann am Mosbacher sozusagen in die Bandmusik eingestiegen. Genau, und bin dann als Quereinsteiger in die zweite Generation, glaube ich, der Leibniz Big Band, die Reinhard Diegel noch geleitet hat, reingerutscht. Denn Big Band Musik war eigentlich noch viel früher eine Initiation bei mir. Aber da können wir vielleicht später drüber reden. Ja. Also das passiert ja immer mal wieder, dass irgendwann mal was passiert, wo man plötzlich elektrisiert ist und hat was gehört, was man vorher noch nie gehört hat und wird fast narrisch. Ja. Das, so Momente hat, glaube ich, jeder. Ja. Also ich würde sagen, wir legen mal so eine Initialmusik gerade auf und kommen dann darauf zu sprechen, wie du damit dann umgegangen bist. Ich weiß nicht, ob dies bekannt ist. Christian McBride hat ein neues Big Band Album rausgeschossen. Nein. Auch in Corona-Zeit muss man sagen. Ich finde, der Mann ist ja auch so ein Verrückter. Der spielt auch auf der ganzen Welt ständig. Man fragt sich, den kann man nicht abstellen. Und dann schießt der so ein Album raus von Jimmy, Wes und Oliver. Mit Wes ist Wes Montgomery natürlich gemeint und das Album ist für ihn eine Reminiszenz an die Helden seiner Jugend und da gibt es so ein Duo-Album mit Wes Montgomery, das hat ihn irgendwie durch Studienzeiten so geprägt, dass er gesagt hat, da machen wir jetzt mal eine Neuauflage von. Und ein Song von Wes Montgomery daraus hören wir uns jetzt mal an, The Road Song, und zwar mit der Christian McBride Big Band. Phänomenale Truppe. Die Platte, das Plattenerlebnis, das Erweckungserlebnis, wie heißt das? Das Damaskus-Erlebnis? Ja, sozusagen. Nee. war schon früher. Ich kannte Jazz eigentlich überhaupt nicht. Haben wir zu Hause, ist das nicht gelaufen. Und ich habe irgendwann mal in dem Plattenschrank gestöbert und habe da eine Schallplatte gefunden. Die war rot und da war ein Typ vorne drauf, sah eigentlich ganz gut aus und hatte eine Posaune in der Hand. Und die habe ich aufgelegt. Das war das rote Album von Glenn Miller. Und ich glaube, das erste Stück, was ich aufgelegt habe, war St. Louis Blues March. Mhm. Und das fängt ja mit dieser Fanfare an und dann kommt Schlagzeug reichen, dann fängt die Band ein. Und mir haben sich die Nackenhaare aufgestellt. Ich bin fast wahnsinnig geworden. Das war so geil, dass das plötzlich swingt. Also wo es wirklich, es war nicht in the mood, sondern es war wirklich dieses Ding. Mhm. Und es hat überhaupt nicht aufgehört, diese Platte. Es war jedes Stück der Hammer. Und irgendwo, ja, ist auch, glaube ich, ziemlich viral, diese Musik, und sehr ansteckend. Absolut, ja. Ja. Aber man muss ja sagen, in den 80ern war es jetzt eigentlich nicht die voll angesagte Plattenwelle. Also da bist du schon so ein bisschen quer zum Zyklus eingestiegen. Ne? Das kam ja dann erst so in den 90ern oder in den 2000ern so voll wieder, ne, die Swing. Ja, denke ich mal. Ja. Und das war auch reiner Zufall. Ja. Also es gab jetzt auch niemanden, irgendwie der Onkel, der alte Jazzplatten hatte oder sowas. Ein Freund von mir, dessen Vater hatte zwar auch Charlie Parker, und das haben wir uns dann angehört, Jazzbuch gelesen von Joachim Behren, aber eigentlich auch, da es kein YouTube oder sonst was gab, wo kriegst du die Platten her, ja? Und da haben wir mal Charlie Parker gehört und
irgendwie hat mir das überhaupt, also ich habe nichts damit anfangen können. Es hat nicht geflasht. Ja. Mhm. Das hat es später getan, ja. Aber diese swingende Musik, Hammer. Ja. Das war sozusagen dein Damaskus-Erlebnis. Genau, und dann von der C&M-Band zum Swinger. So ungefähr. Und dann gibt's ja noch eine wunderbare Geschichte, die sich auch ein bisschen mit dir verbindet. Du leitest ja die Leibniz Big Band schon sehr lange. Und dann habe ich mit meinem Freund, haben wir irgendwie, wir wollten Jazz hören und wussten aber nicht wo und wie und was. Dann haben wir gehört, dass die Leibniz Big Band, erste Generation mit Frank Runhof noch, die haben irgendwo mal im Theater in Wiesbaden mittags gespielt. Mhm. Und dann sind Bernd und ich, das erste Mal, glaube ich, haben wir die Schule geschwänzt, weil das war nämlich zur Schulzeit, und sind ins Theater gefahren und haben uns die Band angehört, war großartig. Und wir Trottel fahren natürlich mit der 4 wieder nach Hause und wer steigt in der Nussbaumstraße ein? Unsere Deutschlehrerin, deren Doppelstunde Deutsch wir gerade geschwänzt hatten. Oh nein. Und sie so, Bernd und Jens, wo wart ihr? Und dann haben wir ihr es erklärt. Und fand ich großartig, sie hatte Verständnis dafür. Das ist ja cool, ja. Das war wirklich super. Wir haben gesagt, wir mussten dieses Konzert hören, wir können es nirgendwo hören. Und das ist, glaube ich, das klingt jetzt wirklich nach einem alten Opa, aber wenn die Musik ganz wenig zu hören ist, Radio wurde es wenig gespielt, im Fernsehen sowieso nicht, weil es gab nur 3 Programme. Ja, es gab kein Internet. Wir waren wirklich heiß auf diese Musik und waren heilfroh, dass es irgendwo zu hören. Da muss ich jetzt mal als Lehrer muss ich jetzt an der Stelle mal sagen, da gehören ja auch beide Seiten dazu, ne? Also was ich jetzt gedacht habe, cool, dass ihr dieser Frau ehrlich gesagt habt, was los war und nicht und dann umgedreht und weggerannt seid oder so. Und dann dass sie dann so reagiert, ist auch cool, ja? Ja, fand ich also super. Deswegen habe ich auch vielleicht irgendwie noch in Erinnerung, ja. Aha, ja, stark. Ja. Das war wirklich schön und dann haben wir halt geguckt, Jazzbuch von Joachim Ernst Behrendt gelesen und danach irgendwelche Namen gelesen und dann haben wir tatsächlich auch Miles Davis noch gehört, live in der Jahrhunderthalle, nur gelesen, Miles Davis muss ein toller Jazzmusiker sein und da hat uns noch der Vater von Bernd hingefahren und dann haben wir das gehört und das war die Zeit, wo Miles mit Mike Stern zusammen also ziemlich auf die Kacke gehauen hat. Die haben 2 Stücke an dem Abend gespielt, 1 vor der Pause und 1 nach der Pause. Und ich glaube, die Leute, das Publikum, das da war, waren alle total zugedröhnt. Und wir als brave Schülerchen da standen dann da und haben eigentlich überhaupt nichts mit der Musik anfangen können. Das war einfach eine Nummer zu hart. Ja, aber trotzdem hat es irgendwie fasziniert. Es war kein Swing. Null. Ja. Und das darf man jetzt gar nicht mehr, glaube ich, erzählen. Dann wollten wir irgendwie heim. Und dann haben wir halt irgendwo heimgetremmt halt. Ich weiß ja auch nicht, werde ich nie vergessen, in einem VW-Käfer. Und wir haben dann, als er losgefahren ist, haben wir festgestellt, dass der Typ total zugedonnert war. Der ist nämlich, wollte falsch rum auf die Autobahn fahren, haben wir gesagt, falsche Richtung. Und haben uns so schnell wie möglich wieder von ihm absetzen lassen. Ich glaube, das sind aber jetzt Erlebnisse, wenn man die jetzt mal so zusammenfasst, also sowohl deine innerschulischen Prägung als auch die außerschulischen dann, haben die dich auch so zum Musikpädagogen später gemacht? Ich meine, du hast einen unheimlich engen Kontakt zu Schülern, mit denen du arbeitest. Du kannst Musik total gut vermitteln. Du machst das auch gerne. Liegt das in deinen Erfahrungen als Schüler begründet? Oder würdest du sagen, nee, ich kam schon so auf die Welt? Ich kam so auf die Welt. Okay, das ist die einfache Antwort. Das ist die einfache Antwort. Markus, die einfachen Antworten sind ja immer die richtigen, habe ich mal gelernt. Frag mich mal irgendwie später. Aber ich denke eigentlich, in unserer digitalen Welt, es gibt ja nur an oder aus, es ist entweder so oder so. Ich denke, es ist einfach eine Mixtur. Ja, also durch ganz, ganz viele Einflüsse und natürlich auch durch Prägung und Affekte, ja. Mit dem man sich ist auf jeden Fall eine Schiene, mit der du auch heute noch unheimlich aktiv bist, ja. Musikpädagogisches Arbeiten, Instrumentalpädagogik, Bandleitung, auch mit Nachwuchs. Aber da gibt es natürlich auch erstmal so den Weg zum Brotberuf. Wie sah denn der bei dir aus? Der Weg zum Brotberuf. Klingt fast lyrisch, ne? Ja, auch schön, ja. Könnte man ein Lied draus machen. gar nicht so einfach. Also, ich fand Musik schon immer toll. Ich habe schon immer Musik gemacht. Ich habe auch schon immer spielen wollen, egal welche Instrumente. Aber es hat sich irgendwie so ergeben. Ja, war vielleicht auch eine andere Zeit.
gut, ich weiß es nicht. Frag mich nochmal in 20 Jahren. Machen wir, ich trage den Termin ein. Genau, 1. März 41. Ja, machen wir. Gut, seid dabei, Leute. Ja, also vielleicht fangen wir mal so an. Bist du eigentlich direkt nach der Schule Musikstudent, Musiker nein, geworden? Nein, nein. Eben nicht. Also ich habe zwar die ganze Zeit immer Musik gemacht, habe dann tatsächlich auch nach der Schule dann überlegt, was studiere ich. Habe dann Musikwissenschaft, wie so viele in Mainz, angefangen. Das ist das Erste. Aber das war, ja, das hat man dann halt so gemacht. Und ansonsten habe ich gespielt, habe auch nebenbei gejobbt. Das war auch damals ein ganz schöner Job. Im Kulturzentrum in Mainz, das ja aus einer Hausbesetzung entstanden ist und so ein Kollektiv war. Und da haben ja schon ganz tolle Bands gespielt. Mitte der 80er, United Jazz and Rock Ensemble war ein legendäres Konzert, das auch habe ich gerade gesehen, auf Platte. Gibt ein wunderschönes Album vom 10 Jahre, 20 Jahre United Jazz and Rock Ensemble, und da ist auch dieses Konzert beschrieben. Naja. Da gejobbt und da halt auch ganz, ganz viele tolle Musiker gehört. Wir haben Chick Corea da gehabt damals und also Chaka Khan war da, Don Cherry. Wo einer im Publikum rief, spiel was für dein Geld. also da auch wirklich mit toller Musik live in Berührung kommen und nebenbei Musik studiert, gespielt. Irgendwann bin ich ins Landesjugendjazzorchester gekommen und so kam eines zum anderen. Ja, und dann hatten wir den Salat. Und dann warst du aber vor der Entscheidung, mache ich das jetzt wirklich zum Beruf oder lasse ich erstmal laufen und gucke? Das ist ja die spannende Frage in diesen Jahren dann, ne? Wenn es gut läuft und spannend ist, aber irgendwann fragst du dich dann, wie weit komme ich? Oder wann mache ich es jetzt ernsthaft? Nee, falscher Begriff, nicht ernsthaft, sondern wann mache ich es verbindlich oder wie wissen wir das? Es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ich werde jetzt Musikstudent, studiere jetzt Musik und dann bin ich fertig und danach fange ich an zu arbeiten, sondern es ging, ich habe gearbeitet. Ich habe gespielt, ich habe dann auch schon angefangen zu unterrichten und habe dann auch nebenbei studiert und so kam eins zum anderen. Also so ein bisschen anders, als wenn man was weiß ich was, Chemie studiert oder Medizin studiert, dann ist ein ganz klarer Vorlauf, bam, 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 dann machst du das, dann machst du das und dann fängst du danach an zu arbeiten. Ja. Oder wenn man auf Lehramt studiert oder so. Das war eigentlich ein fließender Übergang. Ja, und ich bin auch wirklich dankbar dafür, dass es so passiert ist. Ja. Also du hast eben einen der Musiker genannt, die du live noch erleben konntest. Das ist jetzt nicht mehr möglich. Seit meiner letzten Sendung ist er nämlich von uns gegangen. Chick Corea ist gestorben und da gibst du mir das Stichwort. Heute Abend habe ich gedacht, da muss natürlich heute Abend was vom Meister erklingen als Reminiszenz. Und ich dachte, was liegt da näher als einen seiner berühmtesten Titel? Und das war auch mein Post in der Facebook-Gruppe Glück on Air, als es passiert ist. Chick Corea has returned to forever. Und den Titel möchte ich heute Abend für euch spielen. Hier kommt Chick Corea, der nicht mehr bei uns ist. Ja, wir haben hier schön noch diskutiert. Wir sind schon mitten in den nächsten Themen drin, die wir noch gar nicht hier für euch angesprochen haben. Jens Hohenstein ist zu Gast heute Abend. Musiker bleiben in Corona-Zeiten. Wir haben jetzt erstmal drüber gesprochen, wie bist du eigentlich Musiker geworden? Bevor man Musiker bleibt, muss man es erstmal sein. Das ist so die Logik des Abends. Aber wir sind jetzt schon so ein bisschen weiter in unseren Gesprächen. Ich finde es total spannend. Man kennt dich von verschiedenen musikalischen Formationen, als Solist natürlich, als Ensembleleiter, als Bandmitglied. Nennen wir mal ein paar Ensembles, wo du mitwirkst. Dennis, beim Dennis Wittberg, ein Cellaxolisten, genau. Ich muss mir mal selbst, das ist so lange her. Swing Size Orchester, ne? Swing Size Orchestra über 20 Jahre, schreibend und spielend. Man hat dich auch schon in Musical-Produktionen gehört? Ja, also seit fast 20 Jahren an den Theatern hier im Rhein-Main-Gebiet bei den entsprechenden Musical-Produktionen. Ja, aber auch kammermusikalische Gruppen, Saxophon-Ensembles. Saxophon-Ensemble, das ist ein ganz großes Geschenk.
musikalische Weggefährten zu finden, mit denen man schon sehr lange unterwegs ist und mit denen Musik machen zu können. Also ich denke manchmal, Leute zu finden, mit denen man über lange Zeit wirklich intensiv Musik machen kann und immer tiefer eindringen kann, das ist ganz schön selten. Mhm. Ja. Und so wie früher, die Band spielt, macht eine CD, dann fällt sie auseinander. Vielleicht ist der Grund, warum wir noch keine CD gemacht haben. Saxophonquartett, die Kollegen, wir haben uns 91 im Landesjugendjazzorchester kennengelernt und spielen eigentlich mit Unterbrechungen seit den Zeiten zusammen. Und das ist ein ganz, ganz großes Geschenk. Zusammen auch zu Corona-Zeiten heimlich, illegal sich zu treffen. Und hier exklusiv bei Gyk on Air verrät Jens Hunstein von seinen illegalen Machenschaften. Genau, ich habe die Kollegen gefragt, ob ich sagen darf, und die haben gesagt, egal, und wenn wir in den Knast kommen. Okay, das ist live. Live auf Radio Rheinwelle, meine Damen und Herren. Gyk on Air. Hier wird gebeichtet, bei Gyk on Air im Beichtstuhl. Ich gestehe freimütig, ich habe... Genau, das ist ja fast so wie... Saxophonquartett gemacht. Genau. Ja, aber das ist Kammermusik, aber du bist auch als Arrangeur ein gefragter Musiker. Stichwort HR Big Band, für die du schon geschrieben hast. Ja, das habe ich zumindest im Schrank gesehen, dass es da was von dir gab. Da habe ich mal was geschrieben, das haben die mal gespielt, aber das war... Ist im Big Band Archiv. Das ist im Big Band Archiv, aber das war mal, glaube ich, ein Arrangement über White Christmas, das bei irgendeinem Auftritt vom Kurt Bong mit dem Tanzorchester da Big Band gespielt. Das ist ewig her. Also ja. Das kann mir jetzt nicht sagen, dass ich wie Big Band geschrieben habe. Ja, also nicht der Hausarrangeur bist du. Nein, ich habe zwar ganz viel Noten für die Big Band geschrieben, aber als Kopist. Ich habe lange mein Geld auch als Notenkopist, so richtig wie die Mönche damals. Aha. Nein, nicht mit Feder, aber mit Tusche. Genau, mit Tusche und Partituren bekommen. Und hab dann, meistens kam es dann abends, du, wir brauchen morgen. Und dann habe ich die Nacht durchgearbeitet, habe aber dafür Noten schreiben gelernt. Mhm. Originalarrangements von Bob Minzer, großartiger Schreiber, auch was das Formale angeht. Mhm. Großartig, ja. Arrangeur. Ja. Und wie vorhin schon gehört, Musikpädagoge. Das heißt, du bist auch im Instrumentalunterrichten, haben wir gehört, schon seit deiner Studienzeit. Mhm. Du machst das auch durchgehend heutzutage noch. Kommen wir jetzt mal so ein bisschen in den Zeitraum. Du bist durch diese verschiedenen Standbeine natürlich jetzt, bei dir ist es am Brummen, du machst ständig was. Ich hätte deswegen die Sendung heute so eröffnet, unter normalen Umständen hätte ich wahrscheinlich gefragt, Jens, hast du mal Zeit am Montagabend? Ja, lass mal gucken, ne? Und also viele Termine, tagsüber, abends, Auftritte, Konzerte, Unterrichtsstunden und. Und dann kam der 13. März 2020. Und da würde ich gerne heute Abend mal anfangen, mit dir drüber mich zu erinnern. Hast du eine konkrete Erinnerung an dieses, an diese Zeit vor einem Jahr? Nicht an den 13. Mhm. Insofern nicht. Dann wurden die einige Konzerte abgesagt, dann wurden Theater abgesagt und das hat sich dann, naja, so wie so eine Welle, die dann kommt und die immer größer wird. Ja. Und ich glaube, wir haben alle gedacht so, naja, gut, mal schauen, nach Ostern ist vorbei. Okay, verschieben wir es mal ein bisschen. Und ja, es ist natürlich dann erstmal auch eine Unsicherheit da, wenn plötzlich von, sag ich mal, 120, 130 Auftritten im Jahr plötzlich feststellt, jetzt sind es nur noch 80, jetzt sind es nur noch 70, jetzt sind es normal. Und wenn jemand anruft, sagt er nicht, kannst du spielen, sondern ruft an, du, Gig findet nicht statt, gecancelt, ja. Ist erst schon mal auch eine Umstellung. Mhm. Ja, und das drückt ja wahrscheinlich ja erstmal, wenn das dann irgendwann bei Null angekommen war auch, ne? Nach dem Motto, jetzt ist erstmal gar keine Perspektive mehr da. Ja. Wobei, wie du sagtest, also bei mir ist es zumindest so gewesen, es sind ja auch, es ist ein Teil meiner Arbeit gewesen, also nicht so, dass ich von eben auf jetzt entlassen werde, ohne Abfindung und so wie das vielleicht mal vor 100 Jahren war, irgendwie sagt der Fabrikant so, Leute, ihr könnt heimgehen.
Und es gab zum Beispiel auch diese Soforthilfe in Hessen. Mhm. Die hatte ich dann beantragt und das ging wunderbar und ganz schnell. Und das war natürlich ein gutes Gefühl. Egal, was jetzt passiert, man kann zumindest mal die Miete zahlen. Und das fand ich schon sehr, sehr großartig. Ja. Mhm. Das könnte auch anders ausschauen. So ging's los letztes Jahr. So ging's los letztes Jahr, genau. Und die Dimensionen, glaube ich, sind einem ja erst im Laufe der Zeit bewusst geworden. Ja. Also ich kann mich erinnern, wir haben einen Kaffee getrunken im Sommer, war das, glaube ich. Saßen noch mal zusammen und haben uns da ausgetauscht, wie es eigentlich gerade mit den Bands geht oder nicht geht, bei unseren Big Bands. Und da fand ich es bemerkenswert, da erinnere ich mich noch gut dran, dass du im Grunde genommen relativ gelassen warst, trotz allem, ja, also trotz allem, was nicht geht. Das ist ein Standpunkt, den man, sage ich mal, in der Öffentlichkeit so gar nicht so oft gehört hat. Von daher hat mir das Gespräch damals auch gut getan. Woher nimmst du oder woher hast du damals, weiß nicht, ob du den Standpunkt noch hast, kannst du uns ja jetzt mal erklären, trotz dieser Schwierigkeit überhaupt irgendwo eine Perspektive aufzumachen, eine gewisse Gelassenheit zu haben als Musiker, der damit sein Geld verdient, der damit auch seine Leidenschaften ausleben möchte und nicht kann? Ich denke, es hat zwei Aspekte. Also das eine ist, sag ich mal, das Pekuniäre, dass man irgendwo die Miete zahlen muss. Und das andere ist, was du sagst, das Ausleben. Ich sag mal so, die Musik ist immer da. Die ist immer in einem drin. Ja, und wenn man mal mit dem momentan nicht spielen kann, ist die Musik ja trotzdem da. Mhm. Ja. Ich kann nicht, oder sagen wir so, ich kann musizieren ohne Bedingungen. Also es gibt ja vielleicht eine Situation, wo man sagt, ich kann nur machen, wenn. Mhm. Ja, also Musik entsteht nur, wenn ich mit einer Big Band mit 10 Leuten und 3 Schlagzeugern spiele. Dann kann ich Musik machen. Genau. Das ist das einzige Format, was möglich ist. Das einzige, was geht. Und das sehe ich nicht so. Und die Musik ruht im Augenblick, das gemeinsame Spielen, das fehlt ganz arg. Ja, es fehlt auch ganz vielen, egal mit welchen Ensembles ich arbeite oder gearbeitet habe, es fehlt allen, aber es ist trotzdem, wenn wir wieder dürfen, ist es da. Also es ist nicht so, dass es einfach weg ist. Mhm. Ja, und das gibt mir einfach, ja. Eine gewisse Geduld auch. Eine Geduld, es ist halt jetzt im Augenblick so und trotzdem kann ich ja vielleicht mir plötzlich andere Formate überlegen. Mhm. Ich kann im Duo mit jemandem spielen, krieg dann plötzlich ganz neue Ideen, aber ich kann Musik machen. Ja. Kannst du dir vorstellen, dass du an einen Punkt kommst, wo das nicht mehr trägt, weil es einfach zu lang ist? Nein. 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 Aha. Also solange ich, sag mal, die Finger dran sind und was auch immer, ja, also dass man sozusagen in der Lage ist zu musizieren, geht das. Ja. Und habe ich keine Bedenken. Das ist stark. Kommen wir gleich mal drauf zurück, wie das, was trotz der großen Einschränkungen ja vielleicht doch noch läuft. Du hast eben schon von einem kleinen Regelbruch her berichtet. Ja. Also ganz ohne Musik ist es nicht, aber da reden wir gleich drüber. Nach dem Pflichtsding, denn liebe Leute, ihr wisst, gegen 22 Uhr erklingt schon seit 10 Jahren bei Gyk On Air immer ein Titel von Sting. Das war noch nie anders, das wird sich auch nicht ändern und so auch nicht heute Abend und schon gar nicht wegen Corona. Der meistert das Ding entweder persönlich oder in einer Bearbeitung von jemand anderem und wie immer habe ich das ganz kurzfristig vor der Sendung entschieden. Ich habe einfach ein Album eingepackt und jetzt in diesem Moment machen wir eine random Entscheidung, was von diesem Album ich spiele. Es ist nämlich sein etwas unglückliches Musical-Projekt, was er gestartet hat, Last Chip. Das ist ja tatsächlich am Broadway gelaufen. Es ist nicht so gut gelaufen, wie sich das viele erhofft hatten, aber es ist trotzdem ein großartiges musikalisches Oeuvre von Sting und es ist außerdem seine Auseinandersetzung mit seiner Kindheit, mit seiner Jugend und mit seinem Verhältnis zu seinem Vater und ja, dem, was ihn geprägt hat. Und deswegen ist es ein ganz starkes autobiografisches Zeugnis eines Musikers
Und davon spielen wir jetzt mal den zweiten Titel, Dead Man's Boots. Und da erzählt Sting im Grunde genommen davon, wie das ist, wenn man nicht in die Stiefel seines Vaters treten möchte und denselben Weg antritt wie der, sondern irgendwann sagt, nee, ich mach was Eigenes. Sting, Dead Man's Boots. Radio Rheinwelle, ihr seid bei Kück on Air gelandet. Markus Kück am Mikrofon. Heute Abend noch eine Stunde jazzorientierte Musik und unerhörte Entdeckungen. Zu Gast im Studio Jens Hunstein. Und nachdem der Pflichtsting erklungen ist, der in keiner Sendung bei mir fehlen darf, kommt jetzt der zweite Teil sozusagen des Abends und wir haben noch spannende Themen auf Lager. Musiker bleiben in Corona-Zeiten. Und da hatten wir jetzt schon sind wir eingestiegen mit einem ganz bemerkenswerten Statement an der Stelle, was mich persönlich auch freut, weil man hört davon so wenig, eine Gelassenheit trotz diesen Einschränkungen zu haben, im Bewusstsein, ich zitiere dich hoffentlich richtig, die Musik ist da, sie ist ja nicht weg. Das Eigentliche, worum es uns geht in der Kunst, die Musik in uns und die Musik auch wieder machen zu können, ist so ein bisschen wie, ich habe schwimmen gelernt, auch wenn ich gerade nicht im Wasser bin, ich kann es noch. Das heißt, ich muss einfach auf den Moment warten. Stichwort Geduld. Und so mancher von uns hat ja auch jetzt keine Vollabstinenz. Das heißt, wir sind jetzt nicht ins Zwangszölibat gestiefelt, sondern was machst du eigentlich seit letztem Jahr trotz Corona oder geht noch trotz Corona? Gibt es da Formate, die für dich erwähnenswert sind, die wiederkehrend sind oder auch Eintagsfliegen? Musikalisch meinst du? Musikalisch, ja. Eine Schiene ist natürlich das Studium. Das heißt, das Üben, das ist ja eine Sache, die, sage ich meinen Studenten immer, so viel Zeit wie beim Studium habt ihr nie mehr zum Üben, wenn ihr später Geld verdienen müsst, ja, mit dem Geld. Und es ist eigentlich ein Genuss, zu üben. Das ist ein ganz großes Geschenk auch, sich mit einer Sache beschäftigen zu können und da in die Tiefe zu gehen. Kollege, ehemaliges Swingkitter Jan Peter, hat letztens mal in der Hochschule einen schönen Witz angebracht, hat irgendwie gemeint, warum gibt es eigentlich nach der Pandemie keine Punk- und Rockbands mehr? Naja, weil alle dann ganz viel üben in der Zeit und danach spielen sie Jazz. Oh, ist der Böse. Ja, Spaß beiseite. Nein, null Spaß bleibt. Also das ist eine Sache, dass man einfach sich damit beschäftigen kann. Dann haben wir natürlich auch in meinem persönlichen Umfeld versucht, anfänglich auch zum Beispiel im Saxophonquartett oder auch mit Ensembles zum Beispiel draußen zu proben. Mhm. Ja, also unter anderen Bedingungen, freiem Himmel, mit Abstand und solchen Dingen. Und man hat halt neue Formate gefunden. An der Hochschule haben wir unter ganz strengen Auflagen konnten wir auch Ensemblemusik weitermachen in ganz kleiner Besetzung. Und das ist natürlich dann auch wieder eine Chance. Das fand ich ganz schön. Wir hatten in der Hochschule, hatte ich immer bis jetzt die Big Band geleitet, großes Ensemble. Und dadurch, dass wir nur ein ganz kleines Ensemble hatten, konnten wir eigentlich auch kein Konzert spielen oder haben kein Konzert gespielt. Und die Zeit zu nutzen, kein Konzertprogramm zu erarbeiten, innerhalb eines Semesters, gab plötzlich eine unglaubliche Tiefe, in die wir einsteigen konnten. Und wir haben uns ein bisschen um Improvisation gekümmert. Und das war am Ende des Semesters, haben wir ganz, ganz wunderbare Ergebnisse bekommen, die wir so nicht bekommen hätten. Also ganz berührende musikalische Ergebnisse, wo wir wirklich lange von, also ich zehre da jetzt manchmal noch davon, wo ich so denke, ja, das hätten wir ohne Corona, wären wir nie dahin gekommen, weil dann immer Programm machen, muss alles stehen und so. Also auch diese, ich hasse dieses Wort eigentlich, ich finde es selber wie dieses Entschleunigen. Mhm. Ja. Aber diese Chance, mal in Ruhe in die Tiefe zu gehen, hat eine ganz hohe Qualität. Ja. Das ist ja im Grunde genommen dieses Plan B-Programm, was man nie kennenlernt. Genau. Weil es nicht nötig ist. Genau. Und die Schlagzahlen sind einfach hoch und ja,
Man müsste mal. Ach, ich müsste mal. Ach, das ist ja so schick. Ja. Wenn ich mal Zeit habe irgendwann. Genau, genau. Mhm. Ja, wenn man das jetzt pflegt, auch diesen Blick darauf und die Möglichkeiten nutzt. So. Ja, sie sind da. Glück on air. Ja. Du hast es an der Hochschule gemacht. Du bist ja jetzt auch seit letztem Jahr Leiter der Big Band an der Musikschule WMK Wiesbaden. Das war ein schwieriger Einstieg, ne? Das war ganz kurz, ja. Mhm. Also da haben wir, glaube 2 Monate gearbeitet und dann ist der Betrieb geschlossen worden und ruht. Ja. Also da gibt es nicht so viele Möglichkeiten gerade. Nee, also für Großensembles ist im Augenblick eigentlich noch keine Chance, was zu machen. Ich hoffe aber, alle arbeiten dran. Mhm. dass sobald der Laden geöffnet ist, das Ding brennt. Das heißt, die Bewegung, die stattfindet auch bei dir, das sind alles diese kleineren Besetzungen, die die Möglichkeiten geschaffen haben, die sonst eigentlich am Wegesrand liegen bleiben. Zum Teil. Also wobei das dann tatsächlich auch die Inhalte, die man ihnen gibt. Mhm. Ja? Das ist so diese, was ich irgendwann mal erfahren habe und mein altes Credo, es ist total großartig, wenn man mit der Big Band proben, der Schlagzeuger kann ich. Habe ich mich da immer geärgert, aber es ist ein großes Geschenk, wenn der Schlagzeuger nicht da ist. Weil nämlich dann die anderen Kollegen die Verantwortung übernehmen müssen und sie nicht abgeben. Und das ist, glaube ich, das ganz große Thema, Verantwortung zu übernehmen. Ja, weil wenn ich Verantwortung übernehme, ist einfach gut. So wird es Helge sagen. Ich weiß nicht. Ist einfach super, ne? Ja, so machen wir das jetzt. Super. Ja, so, genau. Ja. Also die Möglichkeiten, die seit letztem Jahr existieren, haben zumindest dazu geführt, dass du in der Tiefe auch mit Leuten richtig zusammenarbeiten konntest. Was anders zusammenarbeiten. Anders zusammenarbeiten genau. konntest. Das war, genau. Mhm. Gibt es auch irgendwelche Impulse, die du von außen bekommen hast, die dir das ermöglicht haben? Irgendwelche Förderprojekte, Programme? Du hast ja vorhin erstmal von der finanziellen Förderung gesprochen, das ist das eine. Ich hatte letzten Monat hatten wir mit Benjamin Koloch hier das Gespräch. Es gibt ja auch so vom Land Förderung für bestimmte musikalische Projekte, die entstehen können. Die werden für einen bestimmten Zeitraum ausgeschrieben und dann finanziert. Genau. Hast du sowas auch in Anspruch genommen? Oder Nein. Wie findest du das? Beobachtest du das? Ich finde das prima, dass das gemacht wird, dass da hingeschaut wird. Ich habe da nichts beantragt. Jetzt in 2 Wochen nehme ich an so einem Projekt teil, was ein junger, sehr, sehr begabter Arrangeur, Pavel Klimaszewski, für Big Band geschrieben hat. Da habe ich auch die Noten bekommen und da wird in 2 Wochen wird aufgenommen. Bin mal ganz gespannt, also das wird natürlich nacheinander wahrscheinlich aufgenommen, da wird nicht die ganze Big Band aufnehmen. Ich bin schwer gespannt, das ist abgefahrenes Zeug. Ja, und das mal zu erarbeiten. Mal schauen, mal hören. Ja. Ja, das ist ein tolles Stichwort. Abgefahrenes Zeug hat auch Jens Hunstein schon produziert. Ja. Ganz andere Art von abgefahrenen Projekte, als sich jetzt vielleicht jeder so denkt nach unserem Gespräch. Und da hast du jetzt eins mitgebracht. Ich lese hier auf deiner CD Sound Project Band. Ist das der offizielle Titel? Das war mal ein Projekt vor 15 Jahren. Ich guck mal gerade drauf. Guck mal drauf, oder... von der TU Darmstadt, die hatten engagierte Studenten, auch Musiker, haben da ein Big Band Projekt auf die Beine gestellt. 2008. Worum es ging, deutsche Rocktitel in ein Big Band Gewand zu packen. Das war so ein bisschen inspiriert von der Rock Swings von Paul Anka, die kam ein paar Jahre vorher raus. Super Platte. Und dann kam dann irgendwann mal der Anruf, wir machen diese Platte und hast du Lust, auch was dazu zu schreiben? Und deutsche Band, deutsche Rockband. Und dann bin ich so ein bisschen in mich gegangen und dann habe ich überlegt, was könnte man denn machen? Und dann ist mir eingefallen, jetzt kann ich Rache nehmen. Ich hätte den Titel eigentlich auch anders nennen sollen, nämlich dieses Wind of Change von Scorpions. Super Band, großartig, aber ich konnte es nicht mehr hören.
Wind of Change. Und dann habe ich mir gedacht, was kann ich mit Wind of Change anfangen? Und habe dann ein Arrangement drüber geschrieben und habe ja so ein bisschen, ja, ich habe es ein bisschen... Ich bin total gespannt, ich kenn's noch nicht. Ja, also es ist sozusagen betrunkenes russisches Blasorchester trifft Mariachi-Bläser in der Ska-Band. Nein, man hätte es wirklich vielleicht besser nennen sollen, Wind of Change Revenge oder so. Revenge. Nein, war mal so ein kleiner Spaß und ja. Aus der Feder von Jens Hunstein von... Ja, arrangiert bitte. Genau, genau, die Feder war ja woanders, ne? Der Stachel sozusagen. Und du hast jetzt die Rache genommen. Nur nochmal, falls ihr es nicht erkennen solltet, das ist das Lied mit dem...
Meine Damen und Herren, das war doch mal ein Fade-Out. Das genießt man bis zum letzten tiefen Tuba da spielt. Hervorragend. Arrangiert von Jens Hunstein, wie er selber sagt, die Rache an der Scorpions-Version von Wind of Change. Ja, das ist natürlich ein Lied, das ist auch gewissermaßen totgespielt worden. Ne? Also symbolisch überfrachtet und auf allen Ebenen linksrum, rechtsrum. Aber schön, wenn es dann zu solchen Ergebnissen führt, zu so einem musikalischen Spaß. Also das ist ja ein, man kann sagen, ein Lehrstück für Arrangeure, das du da geschrieben hast. Was kann man mit so einem Song alles anfangen? Ein Schmunzler nach dem anderen. Tolle Besetzung, die ich hier auch sehen konnte. Kann man diese CD überhaupt erstehen? Das ist echt ein Unikat, oder? Das gibt's jetzt, sowas kann man nur bei Gück on Air zum Beispiel hören. Genau. Ich lese mal kurz vor. Also TU Darmstadt ist jetzt hier der Host sozusagen dafür. Rock Research, und wer sich für dieses Album interessiert und neugierig geworden ist, wie sowas klingt, da gibt es jetzt noch Titel drauf wie 99 Luftballons, Marmor, Stein und Eisenbricht, Samba Elite, Männer von Grönemeyer, Halt mich, gekommen um zu bleiben. Also, der meldet sich doch einfach bei mir. Ich verweise euch an Jens Hunstein. Vielleicht finden wir da einen Weg, wie ihr zu solch grandioser Nischenmusik auch kommt. Ich glaube, das ist der Titel, den man heute für sowas verwendet. Ne? Zu speziell für die Ladentheke, aber es ist halt auch aus dem CD-Zeitalter. Wie kriegt man sowas heute ins Streaming rein? Bist du da eigentlich unterwegs, Jens? Nee. Nein. Vermarktung deiner Produkte? Nö. Nee, ne? Du bist auch, das darf ich an der Stelle vielleicht sagen, tatsächlich nicht im Besitz eines Smartphones. Ja. Aus Überzeugung? Ja. Das heißt, diese ganze Entwicklung, Digitalisierung, ist nicht dein Zeitalter, oder? Nein, das kann man so nicht sagen. Ich finde es einfach ein großer Zeitdieb, zum Teil ein großer Qualitätsverlust, in der Tat, Smartphone, WhatsApp. Und diese permanente Berieselung mit irgendwelchen unwichtigen Informationen, die daherkommen, als ob es das Wichtigste auf der Welt wäre. Ja. Das stört mich irgendwie, oder andersrum, es stört mich überhaupt nicht, wenn es nicht da ist. Ja. Ja. Und ich muss sagen, ich bin zwar kein großer Computerfreak, aber durch die Pandemie habe ich mich damit beschäftigt und finde es großartig, was man damit machen kann, aber es ist, ja. Ist eine Entscheidung. Es ist einfach eine Entscheidung, und es ist einfach nur ein Werkzeug, ja. Ja. Und ja. Da können wir wahrscheinlich noch tagelang drüber diskutieren oder so. Das wäre ein anderes Thema. Nee, aber es ist mal interessant. Also das ist ja eine, gerade im Moment, wie du sagst, also die Möglichkeiten waren ja für manche jetzt gerade in Corona auch so eine Art Überlebensstrategie. Ja. Wenn das nicht geht, dann mache ich halt irgendwie Streaming bei Facebook, Wohnzimmerkonzerte, ich digitalisiere mich, ich gehe ins Studio wie verrückt. Ja. Und also alle diese Möglichkeiten hast du ja dann quasi gar nicht so bewusst dir vorgenommen? Nö, nein. Das und hab ich das ist, finde ich, interessant, gerade um dein Konzept ja jetzt auch zu verstehen, oder sagen wir mal nicht Konzept, du hast dich ja, dieser Begriff ist ja auch so, dieses Jahr der Konzepte, ne? Es war ja nicht so dein Weg, wo du gesagt hast, nee, ich, wegen Corona verzichte ich jetzt auf digitale Medien, sondern es war schon vorher bei dir so. Ja, ja. Nein, das ist, ich habe jetzt durch Corona eigentlich angefangen, mich damit zu beschäftigen. Und ich habe natürlich das große Glück gehabt, vielleicht nicht wie andere Kollegen, die jetzt nur spielen, dass ich halt auch noch, das hat man vorhin gehabt, also sage ich mal, zwar den Gürtel etwas enger geschnallt habe, aber jetzt nicht in Existenznöte kam. Also ich muss jetzt keine Grundsicherung beantragen. Habe mich deswegen auf anderer Ebene dann mit dem digitalen Fernunterricht ja und der Erstellung von verschiedenen Dingen beschäftigt. War sehr lehrreich, aber. Also ich, wir hatten es vorhin kurz angesprochen, also ja. Wir sind ja in der Fastenzeit, und meine Erfahrung im Moment mit Verzicht auf Nachrichtenfeed, also das ist so meine Erfahrung in dieser Zeit. Ich war echt genervt. Und das hat mich auch echt, hat mir schlechte Stimmung gemacht, die Nachrichten zu gucken abends. Meine Frau hat da ein bisschen unter mir gelitten auch, weil ich jedes Mal angefangen habe zu nörgeln und zu motzen, dass es in Nachrichten
genau 10 Minuten über Corona berichtet wird, 3 Minuten Sport und dann kommen 2 Minuten Wetter. Das war so das, was mich fix und fertig gemacht hat irgendwann, weil ich mich gefragt habe, wo wird denn hier überhaupt in Deutschland noch über die Kultur in Nachrichten berichtet? Ist das noch ein Thema? Abgesehen jetzt von so speziellen Sendungen um 23.50 Uhr, wo dann nochmal ein Feature rauskommt. Die Kultur existiert ja nach wie vor. Warum zeigt man nicht da mal den Überlebenskampf oder die Überlebensstrategien, die da existieren oder eben auch ganz harmlose Sachen und nicht nur die Krise, um auch mal Hoffnung und Mut zu machen. Da habe ich jetzt für mich beschlossen, aus dieser Ein-Themen-Nachrichtenwelt mal eine zeitweise so weit wie möglich auszusteigen. Und ich merke schon, dass mir das gut tut im Moment. Weiß die nicht, wichtigen Sachen kriegst du ja sowieso nicht. Eben. Also es gibt nach wie vor 1000 Kanäle, wo Nachrichten zu einem kommen. Aber der gerade der Smartphone-Newsfeed ist weg, der Social-Media-Newsfeed ist weg. Die ritualisierten Nachrichten am Abend sind weg. Und allein das, muss ich sagen, du hast ja vorhin das berühmte Wort, entschleunigt schon den Kopf enorm. Und ich finde es bewundernswert, dass du das schon über längere Zeit so wie selbstverständlich praktizierst. Ist im Moment, glaube ich, sehr hilfreich. Nicht nur im Moment. Ja, also das ist, muss jeder, also kann ja und soll auch jeder für sich entscheiden. Und ich, vielleicht bin ich einfach nur zu träge. Also mir war Fernsehen einfach zu blöd, deswegen habe ich keinen Fernsehen gehabt. Aber wenn ich was gucken will, dann gibt es schon Möglichkeiten. Und genauso mit den anderen Dingen, aber das ist jetzt keine Entscheidung, wo ich sage, ich werde jetzt Veganer oder sowas. Also ich werde kein, es ist alles okay, aber mir ist es einfach zu viel und zu viel Action. Ja. Und ich denke manchmal so an Peter Lustig, glaube ich, der hat doch auch zum Schluss gesagt, so und jetzt stellt einfach das Gerät aus. Ja. Hat er das nicht gesagt? Genau. Sowas war einfach Knopf und zum Ausschalten. Und immer noch einen Moment geguckt und ihr seid ja immer noch da. Jetzt aber ausschalten. Und manchmal ist es einfach, finde ich zumindest, schöner, anstatt die Nachricht zu gucken, abends nochmal um die vier Ecken zu gehen und Wind und also das klingt so, aber es bei mir funktioniert und ja, das kann jeder machen, wie er will. Aber höre ich auch von vielen, dass der Rhythmus dieses Jahr sowas weg vom Gerät, weg aus der Mühle raus, mehr Zeit. Das ist ja, sage ich mal, für viele, glaube ich, auch im letzten Jahr eine erfahrbare, wichtige Komponente unseres Alltags geworden. Ja, vielleicht kommt man ein bisschen wieder zu sich dann, ja. Ja. Also. Eben habe ich gedacht, eine Frage besprechen wir vielleicht nach dem nächsten Titel nochmal, nämlich gab es eigentlich für dich, kannst du mal drüber nachdenken, während des letzten Jahres auch so einen Moment, wo du gedacht hast, eigentlich könnte ich jetzt auch alles lassen und mach mal diese Zäsur gesellschaftlich jetzt auch für mich zum Zeitpunkt was Neues anzufangen, was Sichereres anzufangen, abzubrechen oder was anderes, was du nebenher schon machst, eher jetzt zur Hauptsache zu machen. Gab es so einen Punkt oder war das für dich überhaupt keine Frage? Was anderes zu machen? Ja, Musik jetzt, sage ich mal, in der Form, wie du sie praktizierst, zu lassen. Naja gut, das hat ja auch zwei Aspekte. Ich meine, die Musik, wie ich sie vorher gemacht habe, musste ich insofern lassen, weil ja die Formate nicht mehr da waren. Ja, trotzdem kann ich ja Musik machen, muss ich halt was anderes machen. Also es gab jetzt nicht die Entscheidung, mache ich jetzt keine Musik mehr oder sowas, weil ich werde, glaube ich, solange ich irgendwie hier noch Luft schöpfen kann, werde ich Musik machen, ja. In jedweder Art und Weise. Ja. Die ist ja da. Mhm. Und der Rest ist dann einfach die Überlegung, wie überlebe ich? Ja. Und wenn es hart auf hart käme oder kommt, dann macht man halt was anderes. Ja. Also was ich denke, was die Großelterngeneration oder so, also ganz viele Generationen vor uns mitgemacht haben, die plötzlich vor dem Nichts standen, ja, und die einfach gemacht haben, was die geleistet haben, da schlage ich manchmal mit den Ohren, wenn man das so mitbekommt, ja. Väter im Krieg, was weiß ich was, gestorben, Mütter alleine mit Kindern auf der Flucht oder sowas. Das ist jetzt ein sehr plakatives Bild, aber das war da, ja. Und die haben gemacht und die haben was gemacht, also es wird immer weitergehen, ja. Und insofern habe ich natürlich die große Chance gehabt, das ist jetzt, wenn ich die Frage darauf abzielt, ich bin jetzt nochmal
in den Schuldienst gegangen für eine kleine Drittelstelle, habe die Chance gehabt, in der Grundschule Musik zu unterrichten. Und das ist wunderbar. Da hat man auch da wieder die Miete sicher. Ja, und muss jetzt keine Angst haben, dass man demnächst irgendwo gekündigt kriegt. Ja, und von dieser Position, von dieser Plattform aus kann man agieren. Ja. Also man kann von dieser Plattform auch aus jammern. Ist auch möglich, ist auch legitim. Aber ich finde es ganz gut, einfach zu agieren. Glück on Air. Darf heute Abend noch nicht, auch nicht fehlen, das Album des Monats. Diesmal nichts brandaktuelles. Ihr wisst, ich habe letztes Mal anlässlich des einjährigen Jahrestages des Todes von Susanne Weinert ihr letztes Album zum Album des Monats hier ernannt, Der Baum vor meinem Fenster. Und daraus wird auch heute Abend noch ein Titel erklingen, aber das Album des Monats März bei Glück on Air ist eines, was schon zwei Jahre auf dem Buckel hat. Es ist nicht super aktuell, aber ich glaube, es könnte das letzte Studioalbum einer meiner ganz großen Legenden sein, nämlich von Oregon. Die alten Herren bei Oregon sind ja mit ihrer Besetzung schon, sage ich mal, durch so manche bunten Zeiten gegangen. Erst ist der Schlagzeuger gestorben. Dann haben sie mit drei verschiedenen Schlagzeugern gearbeitet. Vor 5 Jahren ist ihr Bassist ausgestiegen, mit dem sie seit 66 zusammengespielt haben. Da ist jetzt bei diesem Album ein neuer Bassist dabei, aber immer noch dabei Ralph Towner an der Gitarre, am Klavier und Paul McCandless an den diversen Blasinstrumenten. Und genau so schön ist auch dieses Album gelungen. Lantern heißt es. Und ich hoffe es nicht, aber es könnte sein, dass das tatsächlich die letzte Studioproduktion ist, denn die Herren haben auch schon ein gemütliches Alter erreicht. Die Begründung des Bassisten war übrigens, er will jetzt mehr Zeit mit der Familie verbringen und den Ruhestand genießen. Also in dem Alter angekommen. Mal gucken, wie lange Paul McCandless noch ins Rohr bläst. Aber hier können wir nochmal genießen. Von dem Album Lantern, das diesmonatige Album des Monats bei Glück on Air, hören wir jetzt den Titel Nummer 3. Walk the Walk. Studiogespräch mit Jens Hohnstein aus Wiesbaden. Saxophonist, Arrangeur, Musikpädagoge und ein Allround-Musiker, der uns heute Abend schon eine Menge erzählt hat, wie er eigentlich mit der Krise seit letztem Jahr umgehen musste und umgehen konnte. Und ob sich überhaupt mal der Gedanke breit gemacht hat, die Musik an den Nagel zu hängen, da habe ich jetzt ein relativ deutliches Nein erstmal gehört. Aber es hat schon zu verschiedenen Seitenwegen geführt, die zum Beispiel an eine Grundschule führen und man aber immer noch mit Musik zu tun hat. Also die Musik ist und bleibt da und das ist der zentrale Punkt, um den sich auch bei dir alles dann beruflich dreht. Wir hatten jetzt die Frage noch vor uns mal zu überlegen, was macht eigentlich Corona nicht nur jetzt mit dir speziell, Jens, sondern was hast denn du für Beobachtungen, was diese ganze Zeit mit der Musikszene macht? Also Begriff ist immer ein bisschen schwierig, Musikszene. Also reden wir mal vielleicht so von den musikalischen Kreisen, in denen du dich bewegst. Also sei es Schüler, sei es Profis, Auszubildende, Studenten. Ich arbeite sehr viel mit Ensembles, mit, ich sag mal, Laien-Ensembles als musikalischer Leiter. Das ist ein Aspekt, wo ich merke, dass schon gerade den Leuten, die im besten Wortsinne Dilettanten sind, also die aus Freude am Spielen gemeinschaftlich spielen, dass es da eine ganz große Lücke reingehauen hat. Ja, also sei es jetzt Big Bands, Orchestervereine, das fehlt ganz enorm. Und das ist ganz schade. Ich meine, es ist natürlich auch schade für Schul-Big Bands. Du hast eine, ich leite eine, dass wir mit den Großensembles nicht musizieren können. Also das ist ein ganz, auch ganz zur Information, großer, also Jens leitet die IKS Swing Kids in Rüsselsheim schon seit locker 18 Jahren. Ja. Das wären jetzt so Beispiele aus dem Nachwuchsbereich, könnte man sagen. Ne? Genau, also das Hobby, Laien, Musizieren. Genau, das haut ziemlich rein. Trotz allem habe ich die Hoffnung und dass sobald es irgendwie möglich ist,
dass es weiterläuft. Noch ganz viele in meinem Bekanntenkreis Vereinigungen haben sich unglaublich viel einfallen lassen, um zusammen zu spielen. Mhm. Also da ist eine unglaubliche Energie dahinter gewesen. Der gibt in Hechtsheim eine Big Band. Die Swinging Hexen. Ja, genau, die haben, glaube ich, dann habe ich gehört, die haben dann im Gartenbaucenter konnten sie proben, jetzt noch im Sommer. In Gärten wird geprobt, es wird versucht, ein Zelt aufzustellen. Also es ist eine unglaubliche kreative Energie da, die mir ja auch zeigt, dass es gemacht werden möchte, dass das ganz wichtig ist. Und natürlich, wie bei allen Dingen, vielleicht paar Leute fallen dann weg, ja, aber die dafür brennen, egal auf welchem Niveau, die werden weiter dafür brennen, bin ich mir ganz sicher. Ja, und es wird allein wieder zusammen spielen zu können, das ist für alle so ein Geschenk. Ja, und es ab und zu passiert das ja schon mal in kleiner Besetzung oder sowas. Und ja, da sieht man eigentlich nur strahlende Gesichter. Das heißt, für die Profiszene sieht das ähnlich aus? Eigentlich auch nicht, ne? Weil da sind ja Ausbildungskarrieren am Laufen, die jetzt unterbrochen sind. Auch da gibt es, glaube ich, eine Unterteilung in die selbstständigen Musiker. Und auch da gibt es ja Kollegen und Kolleginnen, die nur übers Musizieren quasi existieren, und für die wird es natürlich ganz schwierig oder wurde es ganz schwierig. Ich kenne Kollegen, die ganz großartige Musiker sind, die dann erstmal Treppe putzen gegangen sind im Reinigungsunternehmen, was ich größten Respekt davor habe, vor dieser Tat nicht die Hände in den Schoß zu legen oder sagen, Mami, hilf mir, ja, oder der Staat muss doch jetzt, sondern selbst aktiv zu werden und was zu tun, ja. Auch wenn es ganz, ganz schwere Zeiten sind, dann gibt es natürlich Kollegen, die wenige, die Festanstellungen haben. Und dann gibt es natürlich auch eine ganze Menge Kollegen, die breiter aufgestellt sind, die nicht nur Musiker, ausübende Musiker sind, sondern unterrichten oder... Also zum Beispiel dein Typ. Ja, oder Kollege aus dem Saxophonquartett, Instrumentenbauer oder... Das denke ich auch, ist das Schöne an der Musik, sie ist ja unglaublich vielseitig als Arbeitsberufsfeld. Mhm. Ja. Natürlich, wenn man auf ein Pferd gesetzt hat und das fällt weg, muss man zu Fuß gehen. Ja, und wie immer das dann aussieht, zu Fuß zu gehen, ne? Also ich glaube, was manche ja jetzt, also ich nehme auch so eine Verbitterung wahr. Hatten wir auch vor 4 Wochen kurz drüber gesprochen mit Benjamin, dass man irgendwie das Gefühl hat, nach einer gewissen Zeit, es interessiert irgendwie auch niemanden, ob ich das jetzt hier mache oder nicht. Also, dass man irgendwann das Gefühl bekommt, was ich mache, das hat irgendwie gar keine Relevanz oder es wird nicht wertgeschätzt, deswegen wird auch da nicht drüber geredet und es wird auch kein, also ich will das jetzt gar nicht nur so negativ sehen nach dem Motto, Mami, hilf mir, sondern es ist ja auch so die Frage nach dem, welche Relevanz hat das, was ich mache? Und darin finden ja viele Musiker auch eine gewisse Befriedigung und auch eine Bestätigung dessen, was sie tun. Nicht nur, ich kriege mein Geld dafür, sondern ich mache was. Also zum Beispiel mal einen Aspekt jetzt zu formulieren. Musik fehlt dieser Gesellschaft im Moment, weil es eben Gemeinschaft prägt und überhaupt erst das Gute auch hervorbringt aus Gemeinschaft. Also eine Truppe von Leuten, die zusammen musizieren, die generieren ja nicht nur Geräusche, ne? Sondern da passiert, weil das fehlt, jetzt eigentlich zu erwarten, dass das auch in der Würdigung, in der Wertschätzung öffentlich deutlicher wird und dass manche das eben vermissen, führt zu so einer, ich will jetzt nicht sagen deprimierten, so einer Resignation. Ja, ne? Aber ich glaube, das ist ein, was heißt aber, ich gebe dir völlig recht, und das hat aber nicht nur was mit Musikern zu tun. Mhm. Es gibt eine Wertschätzung von der Arbeit. Im Augenblick, was ich so beobachte, ist, dass ganz, 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 ganz viele Leute unglaublich arbeiten und versuchen, den Laden am Laufen zu halten. Mhm. Es ist in den Schulen, es ist, also kommen wieder die ganzen Klischees, aber es ist wirklich so. Und dass da
auch oft das Gefühl kommt, es wird nicht wertgeschätzt. Mhm. Ja, da sagt keiner mal, das habt ihr gut gemacht. Ja, und ich glaube, das ist eine allgemeine Stimmung so ein bisschen, dass man wirklich sagt, hey, hier ist was ganz Besonderes und ich mache hier und warum sieht es keiner? Warum sagt dann nicht mal jemand, hast du prima gemacht? Ja, das fehlt definitiv. Bin ich ganz bei dir. Ich glaube, das ist kein musikalisches Problem, kein Musikerproblem, sondern schlägt halt jetzt bei diesem Thema Förderungen und Hilfsmaßnahmen, schlägt das jetzt besonders irgendwie durch, ne? Wir haben ja vorhin ganz kurz drüber gesprochen, da könnte man auch eine ganze Sendung drüber machen. Was gibt's eigentlich im Moment da im Köcher? Gibt's da irgendwelche Konzepte, die auch über den Winter hinaustragen werden? Aber das, wie gesagt, also ich bin gespannt, nächste Woche, nächsten Monat habe ich in Aussicht eine interessante Studio-Besucherin, nämlich Elke Diepenbeck hat sich angekündigt. Die arbeitet ja auch im Kulturgut Bechtolsheim, wo es auch darum geht, Auftrittsmöglichkeiten, Kultur in die Bevölkerung hier zu holen, die auch in Wiesbaden hier bekannt ist und auf der Bühne. Also da bin ich mal gespannt, wie sie das so auch wahrnimmt, was für Perspektiven da für Kulturstätten jetzt entstehen können oder nicht. Schon mal als kleinen Teaser für die nächste Sendung, die übrigens Ende März stattfindet. Das ist ja jetzt zwei März-Sendungen. Also wer auf den Kalender guckt, das ist, glaube ich, am 29. März oder so dann die nächste Sendung. Genau, das wäre die nächste Glück on Air. Also schreibt es euch schon mal auf oder wer es lieber so hat, tragt euch bei Facebook oder bei Instagram gerne in die Gruppe Glück on Air ein. Dann bekommt ihr die Informationen direkt frei Haus oder ihr geht direkt auf meinen Blog. Da gibt es für Glück on Air alle aktuellen Informationen, auch zu Jens Huhnstein, zur Sendung. Da gibt es dann auch die Playlist des heutigen Abends zum Download glück.org. Ganz einfach zu merken. Glück on Air. Ja, was macht Corona mit der Musikszene, wenn es irgendwann mal vorbei ist? Wie wird das sein? Wir wissen es nicht, das ist eine Glaskugel. Die Antwort hast du ja vielleicht auch schon so ein bisschen gegeben. Sobald Musik irgendwo gespielt wird wieder, sind die Leute da und saugen es auf. Und es ist einfach, das ist so schön beschrieben. Deine Worte kriege ich jetzt nicht mehr so zusammen, aber danke für die Blumen. Und das wird weitergehen, ja. Wir werden wieder spielen, ja. Egal in welchem Format. Und ich glaube, alle oder ganz viele fahren sozusagen ganz hart an dieser Wand, die uns entgegensteht und versuchen, sobald die sich einen Millimeter bewegt, Lücken zu finden, wo wir aktiv sein können. Ja, ich freue mich schon, wenn das Wetter wieder besser ist, dann werden wir rausgehen, bin ich mir ganz sicher, mit Kollegen und wenn wir uns irgendwo auf die Bubenhäuser Höhe hocken, auf die Wiese und werden zusammen spielen. Ja. Ja. Und da werden vielleicht auch Leute da sein, wir werden es natürlich nicht sagen. Ja, aber dann ist es vielleicht ein bisschen so wie früher. Muss kein Riesen-Event sein, wo ich dann schon ein halbes Jahr lang Online-Tickets kaufe, sondern wir werden es überraschen lassen. Mhm. Ja. Ja, das sind hoffnungsvolle Töne. Und ich freue mich jetzt auch schon so ein bisschen auf das Szenario, dass es dann wieder Möglichkeiten geben wird, wie immer die aussehen. Wir kommen langsam zum Ende der Sendung. Wir haben aber noch einen Titel einliegen, den Jens mitgebracht hat. Der ist, glaube ich, aber ein bisschen moderationsbedürftig auch, oder? Habe ich dich da richtig verstanden? Amandos Rumba steht genau, hier. Genau, genau. Wir haben mit dem Saxophonquartett, von dem erzählte ich vorhin schon sehr lang zusammen, sind wir vier. Haben wir jetzt auch in der Zeit durch auch ein Engagement vom Kollegen Möglichkeiten gefunden, gemeinsam zu proben. Relativ selten, mit großem Abstand in Räumlichkeiten. Und das war zum Teil, ja, gemeinsames Musizieren nach über zwei Monaten gar nicht spielen. Und das war unglaublich berührend und schön. Ja. Und ja, und das habt ihr aufgenommen. Und dieses Stück haben wir jetzt kurz vorher aufgenommen, ja, Amandus Rumba, Saxophonquartett, Thomas Bachmann am Sopransaxophon, Stefan Völker Altsaxophon, Matthias Rüdiger am Tenorsaxophon und Jens Huhnstein am Baritonsaxophon. Ja, das ist kein Rumba, sondern eigentlich ja Samba von Chick Corea. Amandus Zumba. Zumba. Auch nicht schlecht.
Da freue ich mich jetzt drauf. Jens Hunstein am Bari, das wird ordentlich knarzen. Sehr schön. Das wäre jetzt der Teletubby-Reflex gewesen. Nochmal! Ja, das war dann schon der zweite Titel von Chick Corea am heutigen Abend. Also damit haben wir, glaube ich, der Reminiszenz für heute Abend Genüge getan. Aber jetzt mit Jens Hunstein. Und habt ihr eigentlich einen Namen für das Saxophon-Quartett? Habe ich vorhin nicht gehört? Fab Four. The Fab Four. Das ist doch, habe ich schon mal gehört irgendwo. Irgendwo schon, ja. Ist aber nicht geklaut, ne? Wir hießen mal ganz früher Fabulous Five. Und dann ist der Olli Leicht dann irgendwann mal nach Köln gegangen. Dann waren wir noch zu viert und dann haben wir uns Fabulous Four genannt und dann abgekürzt Fab Four. Und irgendwann habe ich festgestellt, dass es da mal so eine Band gab, die auch so hieß. Ja, huch. Ubala. Sehr schön. Also, Jens Hunstein jetzt auch mal am Bariton-Saxophon, aber das, du bist, auf welchem Saxophon fühlst du dich eigentlich am wohlsten mittlerweile so? Bari und alt. Mhm. Ja. Und deine. Auf der Gitarre. Und ja, wollte ich vorhin auch mal kurz gesagt haben, stimmt ja, du hast dich ja über den Zeitraum deiner Bandleader-Tätigkeiten, ich weiß noch, vor ein paar Jahren hast du mal erzählt, ja, die Rhythmusgruppe, das war so irgendwie dein Ding, ja, musst man auch nochmal sich reinfuchsen und jetzt bist du Pianist, Gitarrist und unterrichtest das quasi auch, ne? Ich unterrichte eigentlich Musik, ja. Sagen wir es mal so. Ja, das ist ein schöner zusammenfassender Satz dafür, genau. Aber mit einem enormen Kompendium an Instrumenten, die du dann auch zur Veranschaulichung selber mal zücken kannst. Und die Homebase ist und bleibt aber das Saxophon. Ja. Und ja. Klarinette hast du auch und genau. Ganz aufregende Nein, ich hasse sie nicht, ich liebe sie. Es gibt auch Instrumente, die kennt kein Mensch, die du schon in der Hand hattest. Also was ich zum Beispiel tatsächlich noch nie gesehen hatte, war dieses Two-Bucks-Ding, dieses Monster, was du da mal in dir hattest. Mhm. Klingt aber eigentlich auch nicht wie ein Instrument. Ne? Klingt mehr wie so ein Dinosaurierfurz. Ja gut, aber das ist wie bei allen Instrumenten. Krasses Ding. Man muss es einfach auch spielen können, ja. Also Freunde der, also ich erzähle jetzt einfach nochmal, wo könnte man Jens Hunstein hier noch begegnen? Das haben wir heute Abend gar nicht alles auspacken können, weil wir hatten ja jetzt einen Themenschwerpunkt.
zum Beispiel Freunde der Swing-Musik in der ganzen Gegend kennen ihn als Ensemblemitglied der Hot Four. Wieder mal so eine Vierer-Kombo, nicht die Fab Four, sondern die Hot Four. Und da wiederum bei den ganzen Swing-Tänzern in der Region beliebt und begeistert auf den Ballroom-Events in der ganzen Szene hier von Darmstadt, Hanau bis runter nach Mannheim und hier in Wiesbaden schon gehört und gerne gesehenes Ensemble mit der IKS-Band und vor allen Dingen euch Hot Four. Das ist so ein Bereich, wo du auch, sag ich mal, als Liebhaber der Swing-Ära. Ja, und dann natürlich das Swing Size Orchestra. Genau, also da bist du schon richtig, also ich meine, Dennis Wittberg ist mehr so dieses Salon-artige noch mit drin. Swing Size geht ein bisschen mehr auf die, obwohl, weiß, kann man jetzt gar nicht so sagen unbedingt, die Besetzung. Ich denke bei Swing Size ist kleine Big Band. Genau, es ist die kleine Big Band-Besetzung. Und ja, wenn man ihn auf seinen Motorrädern und in seinen Klamotten sieht, denkt man auch manchmal, Jens ist doch in einer anderen Zeit wäre er auch zu Hause gewesen, oder? Ich bin jetzt Klamotten. Hier. Ja, keine Ahnung. Ich finde es einfach schön und gemütlich, ja. Ja. Cool, Jens, war es total schön, dich heute Abend hier gehabt zu haben. Ja, gleichfalls. Und wir könnten jetzt noch eine ganze Menge weiter erzählen. Vielleicht ein andermal, vielleicht wenn die Krise vorbei ist, erinnern wir uns an das Gespräch. Welche Krise? Die, ja, an diesen Satz werden wir dann anknüpfen. Welche Krise? Genau, Markus. Danke. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ja. Also ich freue mich, es haben viele heute Abend zugehört, es haben auch ein paar schon gepostet. Grüße gehen raus an alle, die jetzt wegen Jens Hunstein hier eingeschaltet haben. Aha. Freut mich, dass ihr euch auch mal verirrt habt in meine Sendung. Ich lade euch herzlich ein. Vielleicht habt ihr auch Lust, in Zukunft mal reinzuhören. Und ich bin mir sicher, es waren auch ein paar, die jetzt einfach mal neugierig geworden sind heute Abend auf Jens Hunstein und seine Musik. Jetzt haben wir allerdings erfahren, du hast gar nicht so viel im digitalen Bereich. Das heißt, ich kann jetzt auf keine Homepage tatsächlich verweisen, wo steht hunstein.de oder so. Nee. Das heißt, wenn man von dir was hören, sehen, erleben will, dann müssen wir echt warten jetzt, bis wieder live geht. Ja. Oder wenn ihr irgendwelche Aufnahmen von Ihnen gerne von heute Abend nochmal hättet und Kontakt aufnehmen wollt, könnt ihr gerne euch an Gück on Air wenden. Ich habe ja schon gesagt, die üblichen Kanäle für die Sendung wäre bei Facebook die Gruppe, bei Instagram könnt ihr Kontakt aufnehmen und in meinem Blog gück.org auf der Gück on Air Seite. Dort steht auch die Playlist und ihr könnt gerne Kontakt aufnehmen zu Jens über mich. Das wäre das Technische für heute Abend. Ich habe einen Titel noch angekündigt, den ich noch spielen möchte. Aber du hast auch einen Titel angekündigt, den du noch spielen möchtest. Das heißt, wir haben noch letzte Titel, letzte Wünsche für die Sendung. Und du meintest vorhin irgendwie Still Crazy After All These Years. So. Wäre doch ein ganz gutes Motto. Stimmt, ja. Und ich habe angekündigt, da müsstet ihr allerdings warten bis nach der Sendezeit. Ich lasse das noch laufen, weil es ist mir wichtig, dass der Song auch noch erklingt heute Abend von Susanne Weinert. Gibt es, es ist nicht von ihrem letzten Album, sondern von ihrem Album Beyond the Rainbow. Das ist davor entstanden. Also das ist auch das namensgebende Album gewesen für ihr Susanne Weinert Rainbow Trio. Gitarristin, der Titel Die Kraniche. Und wer von euch in den letzten Tagen mal in den Himmel geguckt hat, sie sind tatsächlich zurückgekehrt. Auch das Hoffnungszeichen. Manche Dinge kommen wieder. Und so mag es auch mit der Musik geschehen und mit unserer Kultur.